Also gut, ich will nicht länger um den heißen Brei herumreden. Du kannst die toten Drachen, die uns um uns herum streifen, auch sehen, oder? Ja. Kann ich. Dachte es mir doch. Dass es Drachen sind, steht außer Frage. Aber ihre Aura ist schwach, fast substanzlos. Wahrscheinlich kann sie außer uns deshalb niemand wahrnehmen. Dass wir sie sehen können, liegt vermutlich an unserer starken Verbindung zu den Drachen. Du durch den Bund mit Midgardstormer und ich, weil ich mal das Vergnügen hatte, von einem besessen worden zu sein. Das würde naheliegen, dass dieser Ort etwas mit uns bekannten Drachen zu tun haben könnte. Aber die wilden Theorien überlasse ich lieber den üblichen Verdächtigen. Wenn es soweit ist, können uns beide einfach wachsam bleiben. Dieser Ort schlägt einem aufs Gemüt. Da weiß man nie, was passieren kann. Oh ja. Oh ja. Okay. Dann mal weiter Richtung Norden. Ich möchte jetzt ja wirklich hier durch. Wenn die immer um die herumlaufen. Oh, ich muss tatsächlich hier entlang. Sind das Drachen? Wie ist das möglich? Was ihr hier seht, sind nur meine Erinnerungen an die welken Sterne, die ich auf meiner Reise fand. Sie sind mit mir verschmolzen, auf dass ich ihr Ende verkünden kann. Das heißt, ihre Welt ist schon zerstört und du hast sie dir als Andenken behalten? Ja, wie ich bereits sagte, ihr Stern ist längst erloschen. Alles, was von ihm geblieben ist, sind leere Felsen, die ziellos durch die Weiten des Alls treiben. Diese Schatten dort sind so leblos wie ihre einstige Heimat. Das Dynamis hat lediglich ihrem Leid und ihrer Hoffnungslosigkeit Gestalt verliehen. Wir sind auf der Suche nach unserem Gefährten, Tankred. Weißt du, wo er sich aufhält? Was für eine merkwürdige Frage. Er ist doch gleich neben euch. Er ist überall. Eins mit meinem Nest. Er würde es euch wohl selbst sagen, wenn er noch eine Gestalt hätte. Ach, dieser Zorn und diese Angst, die in euch wallen. Ich glaube, ihr habt noch nicht verstanden, warum ihr hier noch überleben könnt. So wie ich Aetheris seiner Bestimmung zuführe, so lasse ich auch das Dynamis euren Äther verschlingen. Als erstes tilgte ich den edelmütigen Tankred, der seinen letzten Atemzug dafür aufwendete, mir zu trotzen. Mutig, aber nutzlos. Es dauerte nur einen Augenblick und er verging im Nichts. Und doch, auf unerklärliche Weise hat ein Hauch seines Wesens überdauert. Seine Essenz, der Wesenskern, den ihr als Seele bezeichnet, sie verbleibt hier in diesem Raum, zusammen mit seinem letzten Gedanken. Ich muss sie beschützen. Diese Empfindung, der Wille, sich mir zu widersetzen und die Seinen zu schützen, war offenbar stärker als die Verzweiflung. Es hat das Dynamis geformt
und diesem Ort neue Gestalt gegeben. Denn es ist der Wille allein, der dem Dynamis Form gibt. Dass ihr hier in meinem Nest überleben könnt, ist Beweis des unerschütterlichen Willens eures Gefährten. Aber ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch er schwindet und sich im Nichts auflöst. Dann sollten wir dem Spuk schnell ein Ende bereiten. Es ist zwecklos. Du kannst mich mit deiner Lanze nicht erreichen. Ich sagte es doch bereits. Hier formt einzig der Wille die Realität. Nur weil ihr einen Tropfen im Ozean des Dynamis bewegen konntet, ändert es doch nichts. Ihr könnt mich sehen, aber ihr könnt mich niemals fassen. Ihr könnt mir folgen und werdet mich doch niemals erreichen. Mist! Was machen wir jetzt? Metheon ist uns hier offensichtlich weit überlegen. Wer weiß, wann sie sich entschließt, wieder aufzutauchen, um uns zu verhöhnen. Oder Schlimmeres. Schreiten wir voran. Tancred hat uns kostbare Zeit verschafft. Wir dürfen sie nicht tatenlos verstreichen lassen. Uriongeh hat recht. Es gibt kein Zurück. Wenn die uns geschenkte Zeit verrinnt, ist alles verloren. Sehr schön. So. Also noch 11 Quests. Die Existenz der bloßen Seele vom Körper losgelöst. Ich kenne für diesen Zustand keinen Namen. Das Phänomen ist allerdings nicht neu. Im ersten Splitter haben wir schließlich etwas Vergleichbares erfahren. Und aus diesem Grund gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, wie schwach sie auch sein mag. Tancred lebt und schützt uns weiter. Lasst uns unsere Erkundung fortsetzen. Wenn wir Metheon Einhalt gebieten wollen, müssen wir diesen Ort besser verstehen. Ezinian, ich schlage vor, dass wir beide uns die Drachen vornehmen. In der Zwischenzeit wäre es zweifellos sinnvoll, wenn ihr anderen die Umgebung erkundet. Könnt ihr nachsehen, ob es einen Weg gibt, der uns weiterführt? Das machen wir. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns wieder hier. Ich habe mit Theon gehört. Die Drachen hier sind nicht die Wesen, die wir kennen. Sie sind seelenlose Traumgebilde, die ihren Untergang herbeisehen. Seid also vorsichtig. Afinor hat recht. Wir sollten große Vorsicht walten lassen. Sei also auf der Hut, falls du dich mit einigen von ihnen unterhalten solltest. Ja, ich will aber was anderes erstmal machen. So. Hey, Loschk. Du kannst mit dem Stern, der kürzlich auf unserem Planeten fiel. Ich wünschte, du hättest mir eine Krankheit gebracht. Ich wünschte, dein Atem hätte mein Blut verstarren lassen. Denn wir harren hier einzig des Todes, der ersehnten Augenblick, da die Zeit ihren Tribut für uns fordert.
Wir wollen Ruhe und du störst uns mit deinen Fragen, Geschichten und Mahnungen. Deshalb geh. Geh fort und kehr nicht wieder. Das Leben der Sinn alles, so weit entfernt, weit, weit, jenseits des Schleiers. Eins für uns Drachen, Liebe, Kraft und Stolz zu eigen. Wir strebten nach Rechtschaffenheit, wir lebten die Rechtschaffenheit. Wir waren der Inbegriff von Edelmut, bis sie uns alles nahmen, die Krieger in Schwarz und dunklem Grau, jene, die weder Blut noch Gesinnung verband. Wir verloren den Krieg und unsere Würde gleich mit ihm. Bleiern legte sich die Schmach auf unsere Schwingen und drückte uns hinab in den Staub des Lebens, das Lebhafte, alles weit jenseits des Schleiers. Das sind sehr demotivierte Drachen. Du hast Fragen? Das ist recht und billig, doch Antworten werde ich dir darauf nicht bieten können. Mit Glöckchen, ohne Glöckchen oder mit Plüsch? Diese absurde Welt hat mein Herz versteinern lassen. Und Steine sind stumm und reglos. Sie vermögen nicht mit den Flügeln zu schlagen, zu sprechen und erst recht nicht zu brüllen. Nur einer einzigen Erinnerung gelingt es noch, mein steinernes Herz erzittern zu lassen. Am Null, das felsige Sinnbild unseres Scheiterns, die Wiege der unbesungenen Drachen. Keine Worte, keine Lieder vermögen es, dieser Tragödie gerecht zu werden. Darum werde ich schweigen, wie ein Stein es nun mal tut. Albrecht, welche Öhrchen willst du denn? Mit oder ohne Plüsch? Ich weiß nicht, wie weit die Verzögerung ist, deswegen frage ich dich nochmal. Irgendwas ist hinter mir. Nein, lass mich. Irgendwas ist nochmal hinter mir. Lass mich. Bin ich aber gerade zu blöd hier, dass... Ah, hier. Dich hat man also auch hierher geschickt, an den Ort der Verzweiflung und des Scheiterns. Die Drachen scheinen hier genistet zu haben. Ich kenne von Etheas ganz ähnliche Orte. Aber das ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich ist dies Midgarsomas Heimat, so wie sie kurz vor ihrem Untergang gewesen sein muss. Oh. Okay, ich setze dann einfach gleich auf. Hier schon mal hin. Vytra meinte, ja, dass Krieg in der Heimatwelt der Drachen geherrscht hätte. Sie müssen ihn verloren haben, nachdem Midgarsomer sie verlassen hatte. Es ist eher unwahrscheinlich, dass hier noch was zu retten ist, aber wir sollten uns die Eier trotzdem einmal ansehen. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal die mit Küche, ne? Ich weiß nicht, welche. Eigentlich will ich das, aber wir machen nicht mal. Hier, ne? Jetzt einfach hier die Dinger mal dran. Sie sind frei überlassen. Okay.
Ich habe mich entschieden. Die armen Dracheneier. Alles gut. Alles gut. Ich habe aber das Gefühl, hier gibt es nicht sonderlich viele Wildederquellen. Die so weit auseinander liegen. Ich meine, das muss irgendwo hier oben sein. Tragische Drachenmutter. Was war das für ein Gebrüll? Das klang nicht nach einem gewöhnlichen Drachen. Wer hat meine Freundin hier angegriffen? Etwa dein Kind? Wenn es dem Ei entstammt, das ich ihm am Null hinterließ, dann lauert die Antwort ja. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen, die verkümmerten Schwingen, die schändliche Gestalt. Dieses Wesen war kein Drache mehr und das Recht nicht mein Kind. Es war eine Strafe für unsere Sünden, ein Brandmal der Torheit des Lebens selbst. Was bei den Höhlen ist hier passiert? Vom Himmel stieg einst eine seelenlose, stählerne Armee hinab. Ohne Vorwarnung griff sie uns an. Eine Invasion, die wir mit Wut und loderndem Hass beantworteten. Es war der Beginn eines langen, grausamen Krieges. Ein Krieg, den wir nicht zu gewinnen vermochten, und ein Krieg, der unsere Heimat unwiderruflich verwüstete. Das Ausmaß der Zerstörung war so groß, dass die Invasionen jegliche Interesse verloren und abzogen, ohne den kläglichen Rest von uns auch nur einen weiteren Blick zu würdigen. Die überlebenden Drachen, ihre Schwingen, schwer von Charme, wollten einen Neuanfang wagen. Doch Dracheneier benötigten starke, reine Erde. Davon jedoch gab es in unserer Welt keinen einzigen Fleck mehr. So brachte unsere Brut nichts als Fäulnis hervor. Wenn aber noch einmal ein Drachenjunges das Licht der Welt erblickte, war sein Leben kurz und qualvoll. Unsere Art hatte keine Zukunft mehr. Warum habt ihr nicht versucht, auf eine andere Welt zu ziehen? Oh, das haben wir. Einige von uns nahmen die weite und beschwerliche Reise zu anderen Planeten auf sich. Doch dort, wo gute Lebensbedingungen herrschten, waren schon andere. Es kam abermals zum Kämpfen um die Vorherrschaft. Kämpfe, die nur Verlierer kannten, aber keine Sieger. Alle anderen Sterne waren ungeeignet. Unsere Jungen hätten dort nicht schlüpfen können. Das Universum ist ein Hort der Missgunst. Ein ewiger Kreislauf aus Rauben und Beraubt werden. Ein niemals endender Kampf.
Doch wir sind des Kämpfens müde. Wir werden uns diesem närrischen Spiel nicht länger unterwerfen. Also harren wir hier unseres Endes, zurückgezogen und in Stillen, ohne jemand zu stören und ohne gestört zu werden. Bis unser langes Leben sich endlich unserer erbarmt und uns Erlösung zuteil werden lässt. Hey, wir sind doch nicht fertig. Du sollst wissen, dass es auf unserer Heimatwelt Drachen gibt, die ein gutes Leben führen. Arme Drachen. Armes Drachilein. Armes Drachilein. Genau 10 Quests sind es jetzt noch. Nee. Oder eigentlich wieder 12 Stunden streamen. Nee. Heute nicht. Ich mache jetzt, denke ich, noch so 1-2 Stunden. 1-2 Stunden mache ich noch und danach geht's für mich Richtung Bett. Ich fürchte, aus ihr kriegen wir kein Wort mehr raus. Aber immerhin wissen wir jetzt, wer die Trauer der Drachen rührt. Ich kenne das Dilemma, von dem sie gesprochen hat, nur allzu gut. Aus Angst vor Verlust zu kämpfen. Das war bei Nitok und mir nicht anders. Allerdings... Aber nein, darüber sprechen wir ein andermal. Jetzt sollten wir erst einmal den anderen berichten, was wir erfahren haben. Gehen wir zum vereinbarten Treffpunkt zurück. Ja, nee, ich würde gerne diese eine Windätherquelle haben, die hier in der Nähe irgendwo rumschlummert. Nordost. Ich weiß nur, weil er nur Norden, ne? Irgendwo wird da schon irgendwo ein Übergang sein. Hier wird's nicht sein, oder? Okay, lol, wir kommen hier auch gar nicht rüber. Okay, also die Windätherquellen sind, irgendwo anders. Oh, okay. Dann nicht. Ja, wo muss ich hin? Es tut gut, euch alle unversehrt wieder zurückzusehen. Sagt, wie ist es euch bei den Drachen ergangen? Das willst du nicht wissen. Wir wollen dem Kreislauf des Kämpfens entfliehen, sagst du? Mhm. Das erklärt ihre Lethargie. Vielen Dank. Ein bisschen was haben wir auch herausgefunden, auch wenn es uns vermutlich nicht viel nützt. Es scheint nämlich keinen Weg von hier wegzugeben. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Bist du sicher? Bei all dem Schutt, der zwischen den Inseln schwebt, muss man doch irgendwie hinübergelangen können. Es geht nicht. Ich habe versuchsweise einen Stein hinübergeworfen, der mir dann prompt von oben wieder auf den Kopf gefallen ist. Meteon hatte wohl recht, als sie sagte, dass es an diesem Ort nichts ist, wie es scheint. Selbst die Instrumente der Ragnarok
Ragnarok könnten nichts finden. Außer der direkten Umgebung des Schiffs scheint hier alles instabil zu sein. Die Loporit meinen, dass wir unter diesen Bedingungen auf keinen Fall abheben dürfen. Mit dem Schiff geht es also auch nicht weiter. Ich habe es sogar mit Emotionen probiert und mir ganz fest gewünscht, auf eine andere Insel zu gelangen. Schließlich scheint ja alles hier auf Gefühle zu basieren. Aber auch das hat nicht funktioniert. Wir stecken hier also fest. Wenn Ultima Thule wirklich von Gefühlen geformt wird, könnte es dann nicht an den Drachen liegen, dass wir hier verstecken? Sie sind des Kämpfens müde und wollten einfach nur noch sterben. Sie sehen sich das Ende herbei, hier an diesem Ort. Sie brauchen keinen Weg mehr, der von hier wegführt. Vielleicht ist es genau das der springende Punkt. Eine interessante Theorie. Aber selbst wenn sie wahr ist, was nützt sie uns? Wir werden wohl kaum die Drachen umstimmen können. Ihr Leid war undenkbar lang. Wir könnten ihnen nicht einmal Hoffnung bieten. Vielleicht müssen wir das ja auch gar nicht. Jedenfalls nicht mit Worten. Tancred hat uns den Weg nichts als einem starken Verlangen bereitet. Beim Verlangen, uns zu beschützen. Und dieses Verlangen hat Ultima Thule verändert. Warum sollte das hier ein zweites Mal funktionieren? Einfache Worte werden uns bei diesem Unterfangen zumindest nicht weit bringen. Wenn wir die Herzen der Drachen bewegen wollen, so müssen wir sie vollkommen verstehen und eine emotionale Bindung zu ihnen herstellen. Ich bin bei meiner Suche einem begegnet, der sich seiner Trauer so sehr ergeben hatte, dass kaum ein Wort aus ihm herauszubekommen war. Vielleicht fehlt es mir jedoch an Einfühlsvermögen und jemand von euch wird besser zu ihm durchdringen können. Wollt ihr es ausprobieren? Wo muss das sein? Er ruht an einem Wasserloch, nicht weit von hier. Ein sehr alter Drache, der auf dem Namen Allend hören soll. Ein Versuch ist es wert. Sollen wir kurz weiter essen? Okay. Ich beiß aber noch mal kurz vom Baguette ab. Ich will auch schon fliegen können. Dahin. Ich habe bereits versucht, ihn anzusprechen, aber er ist nicht sonderlich an einer Konversation interessiert. Vielleicht habe ich mehr. Ich mag das schon. Ihr eigentlich nur darauf zu verrecken wie elende Würmer? Yeah.
Und doch gab es Drachen, die es mit etwas Rückgrat geschafft haben, durch die Weiten des Universums zu reisen und unseren Planeten zu erreichen. Dort fanden sie ein neues Zuhause, um ihre Brut großzuziehen. Heute fliegen ihre Nachkommen frei und stolz durch den Himmel. Und ihr Ruf hallt auch in den entlegensten Ländern unserer Welt. Einen guten Riecher. Ich will es nicht leugnen, ja, es wurde Blut vergossen. Auf beiden Seiten. Sicher, hätten sich die Drachen auf unserer Welt so ihrem Schicksal ergeben, dann wäre meine Familie heute vielleicht noch am Leben. Aber wer wahren Frieden will, der gibt sich nicht selbst mitleidig seinem Tod hin. Wer den Frieden sucht, der braucht die Hingabe dafür zu kämpfen. Ja, manchmal wird dabei Blut vergossen. Aber vor allem muss man bereit sein, die Hand auszustrecken, bevor man die Zähne bleckt. Man kann den Kreislauf immer durchbrechen. Das hat mir ein Freund unter Einsatz seines eigenen Lebens bewiesen. An dem, was ihr hier tut, gibt es nichts Ehrenhaftes. Nichts, worauf man stolz sein könnte. Es ist nur das erbärmliche Wimmern jener, die aufgegeben haben, einen Traum zu leben. Aber ich trage das Erbe der Drachen auf meinen Schultern und werde nicht klein beigeben. Wir werden niemals aufgeben. Verschleiert sie euch also den Weg, der vom Abgrund führt. Auf, Vögelchen, tanzen wir. Und tschüss. Oh nein. Ist der... Eine Windböe. Der Schleier ist gelüftet. Der Pfad ist frei. Er hat sich für uns geopfert. Genau wie Tancred. Hestinien.
Finu. Gehen wir. Folgen wir dem Wind. Er wird uns den Weg weisen. Da bin ich mir sicher. Ich habe so das ungute Gefühl, das geht die ganze Zeit so weiter, bis wir am Ende alleine da stehen. Hey, und am Ende kommen sie vielleicht alle wieder zurück. Der ein oder andere. Eventuell. Ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Hoffe ich. Wir gehen mal nicht vom Schlimmsten aus. Die würde ich gerne mal mitnehmen. Sieh nur, der Wind sammelt sich dort vorne. Dieser Windwirbel ist Sicherheitszeichen des Tiniens. Wir sollten ihn berühren. Wird dir nicht langsam schlecht? Autsch. Ah, okay. Ein weiterer Schritt ist getan. Dank Estiens Entschlossenheit, die stark genug war, die Hoffnungslosigkeit der Drachen zu trotzen. Der Stolz eines Kriegers. Er hat ihn immer vorangetrieben und er tut es auch jetzt noch. Ja, Estiens hat längst noch nicht aufgegeben. Genauso wenig wie Tancred. Selbst jetzt, als das Dynamis ihrer körperlichen Gestalt aufgelöst hat, kämpfen sie weiter. Für uns. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Auch unser Kampf ist so nicht zu Ende. Lass uns voranschreiten. Gemeinsam mit Tancred und Estinien. Abgeschlossen. Ah, okay. Neun Quest noch. Also gut, zögern wir nicht länger und sehen nach, wohin es uns verschlagen hat.
Wir scheinen uns zumindest nicht auf einem Fragment des Drachengestirns zu befinden. Ja, könnten wir auch eine gänzlich andere Lebensform treffen. Besser, wir machen uns auf alles gefasst. Aber pass auf, dass wir einander nicht aus den Augen verlieren. Ein falscher Schritt und wir stürzen in die Dunkelheit. Wir gehen die Quest gerade viel zu schnell vorbei. Sei nur schon mal dazu gesagt. Für mich geht das gerade viel zu schnell. Nordost, jetzt will ich einmal gucken. Windätherquelle. Reite auch gleich wieder zurück. Ich will halt nur wissen, wie viele Windätherquellen es hier insgesamt gibt. Wenn ich sie denn hier finde. Jetzt soll sie hier irgendwo im Nordwesten sein. Im Südwest. Auf jeden Fall dran vorbei, oder ist das allgemein unter mir? Ich glaube, es ist unter mir. Ah, ne, da! Gut. Hätte ich sehen können, dass hier nochmal unter dem Ding noch ein anderes Ding ist. Hallo. Ich hab dich doch gefunden. Nach langen, langen Suchen. Genauso viele gibt's hier. Südost? Wollt ihr mich verarschen? Oh, lass mich raten, ganz oben. Ach, ich krieg einen Drehwurm. Alter. Sind wir bei da? Ja. Alter, da muss man erstmal drauf kommen. Nordwest. Okay, hier gibt es auf jeden Fall die ganzen Vendetta-Quellen. Oh Gott. Oh, jedes Mal diese Gänsehaut, wenn man irgendwo runterfällt. Da muss ich hin. Hi. Die sucht auch noch Windätherquelle. Oder er. Ob es sich hierbei um eine Art Denkmal handelt? Jemand muss die Felsen ausgeholt und das violette Kristallgestein per Hand eingesetzt haben. Gravuren wie diese sehe ich allerdings zum ersten Mal. Sie erinnert mich entfernt an Schriftzeichen. Falls sie eine Bedeutung haben, ist es keine, die ich entziffern könnte. Ich ebenso wenig, aber ich stimme Orion J. zu. Es muss so etwas ähnliches wie eine Inschrift sein. Demnach war dieser Ort einst die Heimat einer Kultur, die dieses geschriebenen Wortes mächtig war. Metheon sagt über die Drachen, sie seien ein Konstrukt der letzten Erinnerung an ihr Gestirn, ehe es endgültig ausgelöscht wurde, nicht wahr? Möglicherweise begegnen wir hier weiteren Wesen, die in dem Moment vor ihrem Untergang gefangen sind, gezeichnet von der gleichen tiefgehenden Zermürbung, mit der sich auch die Drachen ihrem Ende zuwandten. Hey, habt ihr den seltsamen Turm da drum gesehen? Also, wie ein natürlicher Felsen sieht das nicht aus. Nee.
Jetzt, wo du es sagst, ist es schwer zu erkennen, aber wenn ich richtig sehe, durchzieht ihn sogar diese Art, dieselbe Art Kristall wie diesen hier. Ja. Worauf warten wir denn noch? Gehen wir nachsehen, was es dort gibt. Nein, ich will nicht. Oh, stehe ich da stehe ich da etwa Reisenden gegenüber? Welch unerwartete Begegnung. Es werden sich nur selten Gäste in diesem Winkel des Universums. Was führt euch hierher? Entschuldigung, bedeutet das, dass ihr ein Bewohner dieses Ortes seid? So könnte man es formulieren. Sicher hätte ich eine für euch angemessene Selbstvorstellung parat. Wir haben mir eure Lebensform vertraut. Du lasst es mich versuchen. Das ist ja noch verstörender. Es gab eine Zeit, in der unseren sich noch primitiven Stimmorgane bedienten, um Gedankenausdruck zu verleihen. Zu jener Zeit bezeichneten wir uns untereinander als er. Mit dem, was dieser Laut einst beschrieb, hat mein Volk heute nicht mehr viel gemein. So belassen wir es dabei. Einzelheiten über unsere gegenwärtige Existenz würden den Prozess des Kennenlernens unnötig verkomplizieren. Jeder Eher trägt außerdem eine eigene Benennung, die den besessenen Auseinanderhaltung einzelner Individuen dient. Mich bezeichnet man als ja, das ist mein Name. Es ist eine Weile her, dass ich ihn mir in Erinnerung rief. Genügt euch diese Erklärung zur Einordnung meiner Gegenwart? Nein? Erstaunlich, mir ist nie zuvor ein Wesen begegnet, das ich ganz ohne Stimme verständigen kann. Bei Teres findet man höchstens Völker, die teilweise auf Gedankenübertragung und Gestik ausweichen. Niemals jedoch völlig. Vielleicht kennt dieses Volk eine Art der Verwendung von Äther, die uns unbekannt ist. Oder aber es hat etwas mit dem Dynamis zu tun. Darf ich aus der Feststellung schließen, dass ihr meine Erklärung deuten konntet? Dann will ich auch ein paar Fragen an euch richten. Im Gegensatz zu uns seid ihr zwar an eine organische Hülle gebunden, doch ihr scheint euch der Existenz von Äther bewusst zu sein. Wenn somit auch ihr eine ätherische Lebensform seid, müsste euer Körper von ähnlicher Beschaffenheit dessen sein, was die Eher einmal waren. Einschließlich eurer physischen Sinne, Eindrücke wie das Sehen, das Schmecken und das Tasten. All diese Aspekte des Fühlens, deren ursprüngliche Wahrnehmung wir aufgegeben haben. Ich möchte alles darüber wissen. Bitte wohnt mir noch einen Moment bei, damit ich euch die Fragen stellen kann, die ich für Gelegenheiten wie diese vorbereitet habe. Es sind lediglich 142 Milliarden... Was? Milliarden Fragen. Eine Anzahl, die innerhalb eurer Lebensspanne beantwortet sein dürfte, richtig? Ach du Scheiße. Verzeiht, werter Kofkurk, einen Augenblick bitte. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ihr sagtet, die Eher waren einmal wie wir? Ganz recht, sie waren aus Fleisch und Blut. Wir haben unsere Körper vor langer Zeit im Tausch gegen diese rein ätherische Form abgelegt, was uns damals erstrebenswerter erschien. Versuchen wir letztlich rückgängig zu machen, um unsere sterbliche Höhle zurückzuerlangen. Doch keiner der noch existierenden Eher erinnert sich an das Gefühl der Sterblichkeit. Ohne diese Erinnerung ist es unmöglich, neue Gefäße zu erschaffen. Schließlich kann niemand mehr beurteilen, wie genau derlei Elemente, wie das zum Fühlen unverzichtbare Nervengeflecht darin platziert werden müssten, um eine korrekte Übermittlung der Signale an die
Substanz sicherzustellen. Ich verstehe, doch warum wollt ihr euren Körper nun zurückhaben? Woher kam da plötzliche Sinneswandel? Ist das nicht offensichtlich? Es kam mit dem Wunsch, unserer Existenz ein natürliches Ende zu bereiten. Selbstverständlich war es jedem von uns ein leichtes, unser eigenes Ende mit einer Ätertilgung herbeizuführen. Aber der natürliche Tod und die bewusste Entscheidung dazu sind zwei gänzlich verschiedene Dinge. Die Nostalgiker unter uns würden es vorziehen, in einem Körper zu vergehen, der die uns gegebenen Lebenszeit zu einem unwiderruflichen Abschluss bringt. Wir streben nach einem Gefühl der Vollendung, das uns nur die Sterblichkeit bieten kann. Was ihr seht, ist der Ort, an dem wir versuchen, sie zurückzugewinnen und scheiterten. Bevor wir uns deinen Fragen widmen, würden wir sehr gerne mehr über euer Volk erfahren. Im Gegenzug werden wir dir alles erklären, so gut es uns möglich ist. Ein ausgedehnter Gedenkaustausch. Das wäre womöglich zu unserer beider Vorteil. Vielleicht können wir auf diesem Weg auch einige der Fragen ergründen, die uns beschäftigen. Also gut, nicht weit von hier residieren weitere Eher, die Ätertilgung ablehnen und deiner Streben, eines natürlichen Todes zu sterben. Wir bezeichnen diesen Ort als unser Domizil. Seid willkommen, mir zu folgen und das Gespräch zu suchen. Sofern ihr unsere Ansicht teilt, dass ein frühzeitiger Tod den Dahinsiechenden bis zum Ende allenseits vorzuziehen ist. Zu unserem Domizil geht es hier entlang. Nehmt euch unterwegs vor den Eher in Acht, die zwischen den Dünen treiben. Sie stürzen sich auf jedes Lebewesen, das sich ihnen nähert. Denn das Verlangen nach einem sterblichen Körper hat ihren Geist bereits zerfressen. Gut, vorher gehe ich aber nochmal aufs Klo. Das letzte Mal heute. Das war überraschend einfach. Dafür, dass wir mit einem Unsterblichen zu tun haben. Trotzdem lassen uns seine Worte den wahren Grund über die Existenz von Ultima Thule durchblicken. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles Leben, dem wir hier begegnen, sein Ende in Wirklichkeit längst erreicht hat. Ich frage mich nur, warum ein so fortgeschrittenes Volk wie dieses sich den Untergang wünscht. Sie haben die Vergänglichkeit hinter sich gelassen und dort treffen wir sie ausgerechnet hier an. Gehen wir in ihr Domizil und hören uns an, was die anderen Bewohner dazu zu sagen haben.